So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White 2 hier in Stratos City. Wir gehen ins nächste Gebäude und schauen, was uns hier so erwartet. Oh, was hast du uns zu sagen, Blauschopf? Ich spreche Japanisch und ich spreche auch Japanisch. Cool. Ich bin ein Wanderer und habe ein voll passendes Pokémon. Ja, hey. Gehen wir mal hier rauf. Erwarten uns hier noch mehr Kämpfe oder ein paar Items oder... Was erwartet uns hier? Ein der Mülleimer, sehr cool. Hey, ich gebe dir mal einfach eine TM, nämlich... Erholung, genau. Ich wollte gerade sagen Übernahme, keine Ahnung, wieso ich Übernahme sagen wollte. Aber Rest ist Erholung, Rest. Gut, vergesst mir den Rest. Wie witzig ich doch heute bin. Also, ich sollte echt mal den Nobelpreis für amüsante Amüsierung, der amüsantesten Unterhaltung bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr nicht versteht, was ich meine, hey, was ist los mit dir, junge Dame? Steh mir nicht immer im Weg, beziehungsweise lauf mir nicht immer vor die Füße. Hier ist ein wunderschöner Brunnen, schaut euch den Brunnen an, ist der nicht wunderschön? Oh, hast du schon den Brunnen gesehen? Der ist wunderschön. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, das ist toll dafür, lass ich eine schöne Melodie ertönen. Hey, danke, alter Mann, sehr nett von dir. Willst du irgendwas zu trinken kaufen? Nö, danke. Ein leerer Mülleimer. Hast du solche schon mal gesehen? Die gibt's hier nur in Stratos City. Hey, cool, ich habe noch nie einen leeren Mülleimer gesehen. So. Hey, ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe. Ja, man sieht, dass du beschäftigt bist, womit auch immer. So. Hey, ich komm da nicht rein, der schikaniert mich voll. Ich komme auch nicht rein, obwohl ich meine Zähne oben vergessen habe. Hey, du kommst da nicht rein. Mal schauen, ob du reinkommst. Willst du rein? Ja, okay, du darfst mal ausnahmsweise rein. Ich begrab schon mal deinen Po, um zu schauen, ob er schön knackig ist, und dann darfst du rauf. Ja, danke. Finde ich toll, also... Ich lass mich doch gerne begrapschen. Und ich sehe vor allem gerne Graphic-Bugs. Ich bin ein alter Mann. Ich bin eine junge Dame, bzw. ein junges Mädchen. Hier hast du einfach mal, ich glaube, Anziehung, oder? Ich glaube, es ist so. So. Oh, schön, ich spreche, was für eine Sprache? Portugiesisch, Spanisch oder so. Und ich spreche wieder Japanisch. Ist das nicht toll? Ey, ich spreche nur Südkoreanisch. Und ich Nordkoreanisch. Ich spreche doch Nordkoreanisch und ich Südkoreanisch. Ah, cool für euch. Gut, hey, ich spreche Englisch, aber du willst das gar nicht lesen. Ja, genau. Und ich habe einen schönen roten Hut, hast du den schon gesehen? Hey, yo, check out these moves. I'm from England, but I have a very cool accent. Do you know? Yeah, read my text again, my dialogue. Why not? Hey, ich kann nicht sprechen. Gut. Und ich habe mir nun ein Auto zugelegt, damit ich die nächste Stadt auch ganz ohne Orden zum Greifen nah. Wozu braucht man einen Orden? Es sei denn, ich rasele durch meine Führerscheinprüfung. Ja, das machst du auf jeden Fall. Du rast durch eine Führerscheinprüfung sozusagen und dann rasselst du durch. Ich mag Lifte. Mögt ihr Lifte? Wer von euch mag alles Lifte? Also so Fahrstühle meine ich damit. Nicht dieses Getränk, dieses Lift. Keine Ahnung, das könnt ihr vielleicht auch mögen, aber... Ja, ich finde es jetzt nicht spektakulär. Wir bekommen erstmal das Minz-Amulett dafür, dass wir Lifte mögen. Dann sprechen wir mal mit dem Typen. Ich habe ein voll typisches Pokémon von uns Wanderer, nämlich ein Pflanzenäffchen. Findest du das nicht cool? Naja, es gibt bessere Pokémon. Ist ganz okay, würde ich mal sagen. Gut, fahren wir hier rauf und schauen, was es hier gibt, außer leere Mülleimer, nämlich einen Wächter. Hey, ich passe hier auf, dass sich hier keine Scheiße baut. Gut, tu das. Hehe, ich habe Scheiße gebaut und er hat es nicht mal bemerkt. Oh, böses Mädchen. Böses Mädchen. Oh, ich bin nicht eingeschlafen. Nee, ich arbeite hier, lass mich in Ruhe. Okay, beruhig dich doch einfach mal. Ich lass dich schon in Ruhe, junger Mann. Gut, fahren wir wieder nach unten. Mögt ihr eigentlich Lift? Habe ich das schon mal gefragt? Nee, habe ich nicht. Gut, mögt ihr eigentlich Lift? Ich mag Lift. Also nicht dieses Getränk Lift, sondern Fahrstühle. Also Elevators. Nicht Alligators, sondern Elevator.
Eskalateur. Was Eskalateur? Ascenseur. Moment, wie? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin verwirrt. Holen wir uns hier einfach mal ein Eis, weil wir Lust drauf haben. Nur 100 Poké-Dollar, wieso auch nicht. Hier bekommen wir eine Castellazone. Hey, super, das gefällt mir richtig gut. Hey, du Assi, was kaufst du dir ein Eis? Was war mit dem Typen denn los? Der, seine Frau... Ja, lässt ihn wahrscheinlich zu Hause nicht dran, deswegen ist er so... Ich werde sterben. Wollte ich wissen. Hey, die Frau dort wird sterben. Wollte ich wissen. Hey, willst du wissen, ob die Frau sterben will oder nicht? Nee, will ich nicht wissen. Okay, vielleicht willst du das nächste Mal wissen. Ja, ganz bestimmt, wieso auch nicht. Gut, damit haben wir auch diese Straße erkundet. Wie ihr seht, gibt es hier in Pokémon White 2 nicht mal Seitengassen. Das gab es ja im Vorgänger. Hier leider nicht. Gut, schauen wir, was es hier so Schönes gibt. Willst du schauen, was hier so Schönes gibt? Hier gibt es gar nichts Schönes, außer diesen Destiny Nut. Was auch immer das ist. Knock, knock on the heaven's door. Knock, knock on the heaven's door. Nee, aber es steht nicht Knock, sondern Knot. Knot. Wie Knoten. Hihihihi. My English is very good, I know. Of course. Ascenseur. Genau, Ascenseur, nicht Eskalateur. Eskalier sind Treppen, genau. Aber sind Eskalateur gibt's gar nicht. Was erfinde ich für Wörter? Oder gibt's Eskalateur im Französischen? Das wäre ja mal cool, wenn es Eskalateur gibt. Willst du mal mitfahren zu den, wie heißen die nochmal? Liberty Garden Island oder so? Keine Ahnung, Freiheitsgarten oder so. Wir fahren mal hin. Vielleicht finden wir dein Victini. Wer weiß, erinnert ihr auch noch an mein Victini-Event? Ah, Liberty Garden, genau. Habe ich doch gesagt, oder? Kann sein, dass ich es gesagt habe. Kann aber auch sein, dass ich was anderes gesagt habe. Auf jeden Fall ist hier kein Team Plasma. Siehst du, hier ist kein Team Plasma? Oh, danke, wusste ich nicht. Hey, wusstest du schon, dass hier kein Team Plasma ist? Ja. Holen wir uns unser Victini. Ja, ich will ein Victini. Victini, 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 Victini. Victini will ich. Hey, wo ist das Victini? Vielleicht hier? Nö. Kein Victini? Pour moi? Pourquoi? Schade eigentlich. Dann hat sich die Fahrt zum Liberty Garden ja gar nicht gelohnt. Hey, die Fahrt zum Liberty Garden hat sich gar nicht gelohnt. Hey, danke. Hey, die Fahrt hierhin hat sich gar nicht gelohnt. Danke. Weißt du was? Sag's mir nicht. Die Fahrt hat sich gar nicht gelohnt. Ey, schönes Geräusch. Wirklich so toll wie so eine Klospülung. Wie so eine Klospülung, findet ihr nicht auch? Naja, hier drin gibt's wirklich nichts Interessantes. Aber reden wir einfach mal mit dem Clown. Hey, hast du gehört? Der Effekt war wie bei einer Klospülung. Hey, das war wie bei einer Klospülung. Hast du es gewusst? Nee, hab ich nicht gewusst. Hey, weißt du, was eine Klospülung ist? Nee. Hey, weißt du, was Klos so machen, wenn sie gespielt werden? Ja, bekommen einfach so irgendwie so ein Geräusch, das ist cool und bla 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 bla. Oh, ey, ich bin voll cool und bin gerade beschäftigt. Interessiert dich das? Nö. Okay, interessiert es dich jetzt vielleicht? Nö. Okay. Ein leerer Mülleimer. Hey, ihr habt ziemlich viele leere Mülleimer. Das ist die Attraktion von Strato City. Ich wollte dir nur sagen, dass der Mülleimer leer ist. Wusstest du das schon? Wusstest du das schon? Schön für dich. Wir wählen hier jetzt einfach random irgendwelche Sachen aus. Und hier habe ich irgendwas gemacht. Gefällt es dir? Nö. Okay, dann halt nicht. So, gehen wir hier in die nächste Seitenstraße. Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Nö. Okay, und gehen wir mal... Oh mein Gott! Was fällt dir eigentlich ein, mich so zu erschrecken? Potz Blitz, wir haben einen Blitz bekommen. Hahaha, wie witzig. Boah, ich sollte vielleicht mal schlafen gehen. Das würde mir ganz gut tun. Hey, hier hast du im letzten Part, also nee, nicht im letzten Part. Sie meinte, im Vorgänger hast du hier das Meluetta-Event gemacht.
Hey, wenn du ein Meluetta hättest, könnten wir nochmal das Event machen, aber du hast keins. Ich hab keine Ahnung, ich hab in der Runde gekifft. Okay. Hey, willst du mal ganz gutes Zeug haben? Hier hast du Mumu-Milch, das ist das beste Zeug hier überhaupt. Los, nimm den Schluck. Nee, danke, vielleicht mal später oder so. Aber jetzt verzichte ich erstmal. Hey, hast du das Zeug? Nee, wieso nicht? Weiß nicht. Okay. Ja. Gehen wir weg, okay. Tolles Gespräch, wirklich. Sehr informativ, das informative Informationsgespräch dieser informativen Informationsgesellen. Wir sind Gesellen und gesellen sich zu anderen Gesellen. Drecks Java. Gut, machen wir weiter. Das habt ihr doch gar nicht gesehen. Nee. Ihr habt da gar nichts gesehen. So, gehen wir mal in dieses Gebäude rein. Was erwartet uns hier? Oh, hier die Masseuse. Willst du, dass ich dir einen Pokémon massiere? Ja, massier doch lieber unseren lieben Kuhn. Oh, danke vielmals. Jetzt ist es viel freundlicher zu uns. Und willst du, dass ich einem Pokémon einen anderen Namen gebe? Nee, danke. Vielleicht ein andermal. Also hier ist der Namenserlerner und die Masseuse. Ihre Dienste werden wir wohl auch öfter in Anspruch nehmen, damit unser kleines Kunilein sich auch irgendwann mal entwickelt. Los, fahren wir einfach hinauf. Oh, wir sind hier an einem ganz exklusiven Ort. Hier ist nämlich die Schaltzentrale von Game Freak. Wir treffen gerade an einem neuen Pokémon-Abenteuer. Ist ganz geheim, ich darf nichts verraten. Hey, welcher von diesen Namen gefällt dir am besten? Pokémon White 3, Pokémon Grau, Pokémon Black 3, Pokémon Grau 2, Pokémon Black 2,5 oder Pokémon White 2,5? Keins gefällt mir so richtig, okay. Ich muss neue Pokémon erfinden, hättest du da eine Idee? Ich hab's, ich erfinde einfach mal einen Mülleimer, den gab's ja noch nie. Ja, vielleicht erfindet sie auch einen Lernmülleimer. Verkaufszahlen der Pokémon-Spiele, zu viele für meinen Geschmack. Okay, ein Lernmülleimer. Cool, woher hat sie wohl die Inspiration für das Mülleimer-Pokémon? Ich weiß es nicht, fahren wir erstmal hier in den dritten Stock. Oh, hier wird gerade ein neues Pokémon-Spiel erfunden. Hier wird gerade ein neues Pokémon-Spiel erfunden, willst du es mal testen? Dazu brauchst du aber Wi-Fi, hast du leider nicht, du armer Schlucker. Also verpiss dich einfach von hier und komm nie wieder zurück, hast du verstanden? Ja, das ist ein Lernmülleimer. Hey, hallo, ich bin eine Professorin und hey, wir kennen uns doch. Ach nee, das war der andere Protagonist, den ich kenne. Dich kenne ich leider nicht, aber ja, bla 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 bla. Und, oh, nee, Moment. Ja, meine kleine Schwester, bla 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 bla, ich tu mal so, als ob ich wichtig wäre. Hey, wie heißt du? Du heißt Fokka? Der Protagonist vor 3 Jahren ist auch Fokka. Ist das irgendwie Zufall oder so? Nö. Okay, verschwinde einfach von hier. Gut, also ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die Leute mich hier absolut nicht leiden können. Ich finde das eigentlich schade, aber was soll man machen? Darüber lachen wäre eine Idee. Ich bin so witzig. So. Mein Humorometer neigt sich dem Ende. Ey, du kommst hier nicht rein, Alter. Verstehst du? Da kommt ja Iris, was hast du uns sagen? Ey, er kommt mal nicht rein. Hey, Fokka, du kommst da nicht rein, hat er gesagt. Komm doch einfach mal mit mir mit und wir erledigen dann irgendwann was. Vielleicht was Wichtiges, vielleicht auch nicht. Komm einfach mit. Hast du sie nicht gehört? Verpiss dich von hier, aber hurtig, los, hurtiger als hurtig. Okay, beruhig dich, ganz easy, Boy. Benjamin Boy. Okay. Und damit haben wir eigentlich Stratos City so gut wie vollständig erkundet. Gehen wir zum Pokécenter zurück. Heilen unser Pokémon und dann als nächstes gehen wir hier weiter zu Iris, aber erst im nächsten Part. Denn für diesen Part reicht es erst einmal. So, wir heilen noch schnell unsere Pokémon. Und ja, was machen? Ach genau, wir sprechen noch den Typen hier an, denn der hat glaube ich ein paar kleine Geschenkchen für uns. So. Wir sprechen.
rechnen ihn, wie gesagt, an. Hey, ich gebe dir einfach mal random diese Münze. Was, du hast nicht genug, dann bekommst du noch diese Münze. Und die hat dir gefallen. Na, wie findest du dann die hier? Oh, die gefällt dir auch. Na gut, hier hast du noch eine. Oh, du willst noch eine davon? Leider haben wir solche nicht mehr im Angebot. Deswegen gebe ich dir so eine andere. Du willst auch so noch so eine? Na gut, ich habe doch so noch so eine alte gefunden. Und ja, weil ich so gütig bin, gebe ich dir auch noch ein Herzchen, weil du so lieb bist. Komm später wieder vorbei, dann bekommst du noch mehr Münzen. Hast du verstanden? Ja, habe ich glaube ich verstanden. Ich habe ein Ohr, doch verstehst du das? Nö. Gut, also wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, Leute, man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.